Bei Goscham Cliff in Wenningstedt fand am Freitag eine großartige und gleichzeitig super leckere Spendenaktion zugunsten der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger statt. Ja, wir haben heute die Auktion mit den 10 Rettungsdienst und der gesamte Erlös der Fischbrötchen geht an die Rettungsschiffbrücken. Ja, wir erwarten viele, wir hoffen, dass wir 1500 schaffen, aber im Moment ist das sehr warm, aber wir sind guter Dinge. Die leckeren Fischbrötchen für den guten Zweck wurden von Monika Grimmer und Melanie Lips verkauft und die beiden hatten viel zu tun. Jeweils 3 Euro wanderten in die Kasse der DZGRS und noch viel mehr, denn die Sylt-Urlauber waren spendierfreudig und füllten die Spendenschiffe fleißig. Die Seenotretter sind an der Nord- und Ostsee stets einsatzbereit. Bei mehr als 2000 Einsätzen pro Jahr gehen die 60 Rettungseinheiten bei jedem Wetter raus, um Leben zu retten. Seit der Gründung der DGZRS waren das mehr als 80.000 Menschenleben. Bald geht die in List stationierte Minden in Rente. Ein neuer Seenotrettungskreuzer wird gerade gebaut und muss finanziert werden. Wir haben eine generelle Aktion, eine Kampagne, Rettung der Gräberbahn. Dort werben wir Mittel ein für einen neuen Kreuzer, der im Dezember in List in Sylt stationiert werden soll. Und Herr Gosch hatte die tolle Idee, mit seiner Spendenbrötchenaktion zu dieser Kreuzerfinanzierung beizutragen. Und da sind wir ihm sehr, sehr dankbar für diese tolle Idee. Wie ist im Moment der Stand zwischen den Syltern und den Hamburgern? Hamburg liegt brutal vorne, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir müssen dringend was auf Sylt tun, deswegen auch der heutige Tag, dass wir nicht nur Fischbrötchen sozusagen gegen Spende rausgeben, sondern auch Öffentlichkeit auf Sylt erzeugen, um noch mehr Geld hier in Sylt einzusammeln. Denn wir wollen eigentlich ja doch einen schönen Bezug haben, Sylter Kreuzer, Sylter Name. Denn Sie wissen ja, der Name wird entschieden in dem Wettbewerb. Wer mehr spendet, darf den Namen festlegen. Das DGZRS-Team hatte noch einige Überraschungen für die zahlreichen Strandbesucher mitgebracht. Wir werden eine Übung präsentieren, dass die geneigten Gäste hier sehen können, was unsere tägliche Arbeit eigentlich ist. Unser Kreuzer Minden, der in Rente gehen wird nach knapp 30 Jahren, wird hier nochmal präsent sein. Ein Helikopter wird kommen, unser Rettungsboot mit Herrn Heinzius wird dabei sein und wir werden zeigen, was die Arbeit der Retter eigentlich ausmacht. Und viele Leute kennen uns, aber doch nicht so richtig und daran wollen wir noch arbeiten. Das Gosch am Cliff und der gut gefüllte Wenningstedter Strand waren für die Präsentation der DGZRS der ideale Standort. Zu Hunderten verfolgten die Urlauber die spektakuläre Rettungsübung mit der Minden und dem Rettungshubschrauber. Verschiedene Rettungsszenarien, die so auch in der Realität häufig vorkommen, wurden durchgeführt. Infos zur Aktion Reddach gegen Reeperbahn gibt es unter der eingeblendeten Website. Dort kann in Echtzeit der aktuelle Spendenstand angeschaut werden.